Ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Projekt. Zu Beginn wünsche ich euch viel Spaß mit dem Intro. Was ist denn das für ein grimmiger Mond? Und damit herzlich willkommen zu Let's Play The Legend of Zelda. Majora's Mask erschien 2000 für den Nintendo 64. So, wir löschen mal ganz geschwind die Datei hier. AAA, brauchen wir nicht. Wir nennen uns einfach mal Takiro. Sollte ja nicht so weiter überraschen. So. Und dann geht das Abenteuer los. Im Lande Hyrule vernimmt man allerorts eine Legende. Die königliche Familie selbst hütet sie wie ein Schatz. Diese Legende erzählt die Geschichte eines Jungen. Eines Jungen, der das Böse besiegte, dem Land den Frieden brachte und so in den Herzen der Menschen für immer seinen Platz fand. Doch eines Tages verließ er das Land, welches ihn selbst zur Legende werden ließ. Vorbei waren die Kämpfe, welche selbst die Grenzen der Zeit überwanden, so brach er zu einer neuen Reise auf. Zu einer Reise, die nur ihn betraf und von der keine Seele erfahren sollte. Zu einer Suche nach einem geliebten und wertvollen Freund. Als sein heroisches Schicksal erfüllt war und er seinen Platz inmitten der Legenden einnahm, trennten sich ihre Wege. Okay. Bäume, ein Wald, ein Held mit grüner Zipfelmütze, ein Pferd. Das ist bestimmt Epona. Zelda-Kenner von euch werden das natürlich wissen. Und zwei Feen. Na, was führen die denn im Schilde? Die wollen uns doch wohl nicht ärgern.
Ah, was für ein beschaulicher Wald. So schön die sich. Einfach nur toll die Aussicht. Ah, hier könnte ich ewig verweilen. Was? Oh. Das ist dann wohl der Knockout. Was ist denn das für ein Kobold? Mit einer sehr seltsamen Maske und einer noch seltsameren Lache. Hehe, das war gut, ihr Feen. Ich frage mich, ob er wohl etwas von Wert bei sich trägt. Huch, dieser Kerl, ich kenne ihn. Nun, das soll mich aber nicht weiter stören. Der will uns doch wohl nicht an der Wäsche, oder? Und woher kennt er uns? Hey, ich kann mich zwar nicht rühren, aber das gibt's doch wohl nicht. Lass mich in Frieden. Nein, die Ocarina! Oh, was für eine hübsche Ocarina! Hey Horror Kid, lass mich auch mal! Ich will sie spielen! Autsch! Das geht nicht, Tail! Stell dir nur vor, sie fiele dir aus den Händen und würde zerbrechen. Was für Hände? Du darfst sie ja nicht berühren, auf keinen Fall. Oh, aber Schwester, warum darf ich nicht auch? Was ist denn los? Kopfschmerzen. Was hast du da, meine Ocarina? Verstecken ist zwecklos. Ich bin der Held. Gib sie wieder her! Lass Epona aus dem Spiel! Ah. Erst die Ocarina, nun Epona. Muss mich festhalten. Will Epona nicht verlieren. Will meine Ocarina zurück. Ah. Muss schaffen. Ah. Ja, wir halten uns wacker. Oh. Aber nein! Oh. Was für eine behinderte Lache! Und wir liegen schon wieder benommen am Boden. Wir wurden bestohlen! Polizei, Hilfe! Okay, und nun können wir uns also bewegen. Ein Inventar haben wir auch. Masken können wir auch wohl auch irgendwann bei uns tragen. Und wir haben ein Heroin-Schild und ein Kokiri-Schwert bei uns. Mehr haben wir hier nicht. Doch ein sehr wackelhaftes Inventar. Cool. Oder auch nicht, denn uns fehlt jetzt ja ein Pferd und die Ocarina. Gar nicht gut. Und wir können hier auch in den Büschen Rubine sammeln. Blaue Rubine zählen 5. Und grüne 1. Das werden wohl auch die meisten von euch kennen. Aber was suchen wir hier eigentlich? Wir müssen doch Epona und Ocarina wiederfinden. Und von diesem seltsamen Kobold befreien. Wo sind die nur hin? Ich denke mal, wir müssen hier lang. Hopp. Und hopp. Wow. Wir sind auf jeden Fall sehr artistisch unterwegs. Hui. Und weiter geht sie die... Reise, ein Abgrund, ich will nicht, verdammt, das gibt eine ziemliche Bruchlandung, da bin ich mir sicher. Und was sind das für seltsame Zeichen in der Luft? Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr seltsamer Ort hier. Was passiert hier eigentlich? Wie in einem schlechten Horrorfilm. Naja, doch relativ weich gelandet. Auf so einer seltsamen Blume. Ach, da haben wir ihn ja. Den Dieb. Ich will meinen Gaul wieder haben. Was ist bloß mit deinem dämlichen Esel los? Er gehorcht keine meiner Befehle. So ein blödes Vieh bringt keinen Nutzen. Ich habe dir die Bürde abgenommen, es loszuwerden. Hehe. Was, Epona? Oh, buhu, warum das traurige Gesicht? Ich dachte mir, ich könnte ein bisschen mit dir spielen. Oh, komm schon, glaubst du etwa, du könntest in dieser Form gegen mich antreten? Narre.
Was will der jetzt machen? Was passiert hier? Der Film wird immer grausiger. Hilfe. Dieses Geräusch. Irgendwas nähert sich uns. Was wird passieren? Was? Haufenweise Deko-Kerle. Lass mich in Ruhe. Ich muss hier weg. Nein. Ein Riesendeko-Kerl. Was? Wo kommt das Ding her? War es ein Zauber? Und wo sind wir? Nein, oder? Wir sind nicht etwa... wir sind dieser kleine Deko-Kerl. Nein. Und der lacht sich schlapp. Hehe. Dieses Gesicht steht dir viel besser. Du bleibst nun hier und musst für immer so aussehen. Ha 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 ha. Nein. Was wollen wir? Was für eine miese Fee. Passt zu diesem Kobold? Nein. Schwester. Haha. Geschieht ihr recht. Dieser vermaledeiten Fee. Nein. Hey, Horrorkid, warte auf mich. Ich bin auch hier. Tell, du kannst nicht ohne mich fort. Ich muss da raus, jetzt sofort. Nein. Du! Wenn du nicht wärst, dann wäre ich nicht von meinem Bruder getrennt worden. Nun sitzt hier nicht rum, Deko-Junge. Tu etwas! Was starrst du mich so an? Habe ich irgendwas im Gesicht? Hör auf, mich anzustarren. Öffne lieber diese Tür. Bitte, komm schon, ein hilfloses kleines Mädchen bittet dich. Also beeil dich gefälligst. Oh, Tail. Ich hoffe nur, dass dem Kleinen nicht zustößt. Ja, ja. Jetzt sollen wir dir helfen, oder wie? Aber erst uns niederhauen. Huh. Und neuerdings scheinen wohl auch die Büsche abzuhauen. Vor uns. Ja. Sehr interessant. Also helfen wollen wir dir ja wohl gar nicht, aber gut. Wir müssen hier raus. Aber wir lassen sie zurück. Die nehmen wir nicht mit. So. Hey, warte auf mich. Lass mich nicht zurück. Also, was da vorhin geschehen ist. Ich, entschuldige mich. Also nimm mich bitte mit. Du willst doch mehr über dieses Horror-Kit in Erfahrung bringen. Nun, vielleicht weiß ich ja, wo es sich aufhalten könnte. Nimm mich mit dir und ich helfe dir bei der Suche, okay? Okay? Bitte. Gut. Dann ist es abgemacht. Was? Ich werde aber nur so lange bei dir bleiben, bis wir das Horror-Kit gefunden haben. Mein Name ist Taya. Also, nett dich kennenzulernen. Oder auch nicht. Nachdem wir das abgeklärt hätten, können wir nun aufbrechen? Wenn ich auf etwas zufliege, drücke den C-Knopf nach oben und ich gebe dir wichtige Informationen. Hoffentlich kommst du bis dahin klar. Nee, nicht wirklich. Ja. Taya überrumpelt uns auf jeden Fall. Okay, wir wollen jetzt nicht erfahren, was sie uns sagt. Denn sie sagt eh nur, dass wir mit dieser fliegenden Blume, beziehungsweise mit der Blume da hinten, fliegen können. Das haben wir ja auch so rausgefunden. Okay, was für ein seltsamer Raum. Und da hinten, eine Kiste. Die wollen wir doch auf jeden Fall öffnen. Aber was geschehen ist, ist doch auf jeden Fall sehr, sehr grausam. Ocarina weg. Pferd weg. Und dann diese seltsame Gestalt. Nicht mehr die Gestalt des Helden. Du erhältst eine Dekonuss. Cool. Unser erster Gegenstand. Können wir auch gleich mal ausrüsten. Und dann geht's weiter. Ich denke mal da hinten.
Also erstmal hier zurück. Und dann mal rein hier. Und das könnte auf jeden Fall sehr, sehr knapp werden. Oh, muss mich beeilen. Oh, ja. Ja. Muss rüber jetzt. Oh. Ja. Hey du, mach schon, drücke Z und sprich gefälligst mit mir. Was für ein Gefühlston. Na also, siehst du, mit ein wenig gutem Willen geht alles. Fliege zu einer Person oder einem speziellen Objekt, drücke Z, um sie anzusehen. Du kannst mit allen Leuten sprechen. Setze die Zielerfassung ein, um auch mit Leuten zu sprechen, die weiter entfernt sind. Befindet sich niemand in der Nähe, drücke Z, um geradeaus zu blicken. Das ist genug für den Anfang. Komm zu diesem Baum und sieh ihn dir an. Ja, ja, die rechthaberische Taya. Ich denke mal, gute Freunde werden wir wohl gar nicht mehr werden, wenn es so weitergeht. Eigenartig, auf irgendeine Art und Weise siehst du diesem Baum sehr ähnlich. Er sieht sehr düster und traurig aus, als würde er jede Sekunde zu weinen beginnen. Wie traurig. Ja, finde ich auch. Was ist denn das für ein seltsamer Gang? Und ohnehin, ich kann es nur allzu oft sagen bzw. fragen. Wo sind wir hier und was geschieht hier eigentlich? Was ist das für seltsame, mysteriöse und geheimnisvolle Musik? Wow. Gehen wir mal hier hoch und lassen uns überraschen, was geschehen wird. Ein Tor. Können wir da raus? Das Schicksal hat es nicht gut mit dir gemeint. Und Taya versteckt sich hinter uns. Wer ist denn das? Ich bin Besitzer der fröhlichen Maskenladens. Die Suche nach Masken führt mich weit umher. Während einer meiner Reisen wurde mir eine wertvolle Maske von einem Kobold gestohlen. Ach, na, den kennen wir wohl. Welch ein Verlust. Doch immerhin habe ich dich gefunden. Nimm mir nicht übel, dass ich dir gefolgt bin. Denn ich kenne den Weg zurück zu deiner ursprünglichen Gestalt. Hol dir das kostbare Stück zurück, das man dir gestohlen hat. Und ich werde dich zurückverwandeln. Im Gegenzug, alles was ich dafür verlange ist, dass du mir meine wertvolle Maske zurückbringst, die mir der Kobold gestohlen hat. Wie bitte? Das ist doch eine einfache Aufgabe. Du willst doch nicht allen Ernstes erzählen, für jemanden wie dich sei das unlösbar. Eine Sache noch. Ja, da bin ich ein sehr beschäftigter Mann. Ich muss in 3 Tagen aufbrechen. Ich wäre überaus dankbar, wenn du mir die Maske bringst, bevor meine Zeit hier um ist. Nun gut, du wirst mich nicht enttäuschen. Du bist jung und von außergewöhnlichem Mut. Sicher findest du diese bald. Also, ich verlasse mich auf dich. Okay, er verlässt sich auf uns. Und wir werden versuchen, dem gerecht zu werden. Beim nächsten Mal werden wir mal sehen, was geschehen wird. Und was sich hinter diesem Tor befinden wird. Also, bis dahin. Macht's gut.